Sektor 7 Werkssiedlung. Das hier sind Firmenwohnungen. Meine Eltern arbeiten beide für Shinra. Uns ging's dank den Mako-Reaktoren eigentlich immer ganz gut. Ich schaue jetzt erstmal, wie weit mich diese Mission hier noch treibt, und dann splitte ich das eventuell in zwei Teile. Lasst euch mal überraschen. Bei Shinra verdient man garantiert zigmal so viel wie wir. Oder vielleicht habe ich es an der Stelle schon aufgesplittet, wenn ich das jetzt hier erzählt habe. Vielleicht ist das schon der zweite Part. Seht mal, das Licht brennt jeden Abend. Für den seltenen Fall, dass ich meine Eltern besuchen komme. Mutter ist eine Spießbürgerin, wie sie im Buche steht. Ob sie wohl Pizza parat hat? Natürlich. Ein Mega-Spezial? Jessies Mutter macht uns immer was zu essen. Egal, wie spät wir bei ihr auf der Matte stehen. Sie freut sich, wenn den Leuten ihr Essen schmeckt. Gut, los geht's. Ich wollte gerade sagen, irgendwie. Du weißt, was du zu tun hast. Warte erstmal hinter dem Haus. Okay. Ja, geht klar. Eigentlich echt schade, dass du nichts von der Midgar-Spezial abbekommst. Weiß gar nicht, ob es eine gibt. Verfressener Sack. Du hilfst mir doch sicher, oder? So ein Alleskönner kann schließlich alles. Du schleichst dich in mein Haus und klaust was, okay? Kann er Gedanken lesen oder was? Warte ein wenig, dann geh durch die Hintertür. Achte auf. Das ist jetzt crazy. Das Licht im Zimmer, das ist das Zeichen. Na dann. Durch den Hintereingang kommst du in einen Flur. Dort gehst du durch die Tür auf der rechten Seite. Nicht durch die vor dir. Dahinter sind wir. Tut mir echt leid, dass wir so spät stehen. Wir machen ordentlich Krach und versuchen, meine Mutter abzulenken. Und mein Vater... Ach, der Sprengstoff ist in ihrem Zimmer. Das siehst du schon selbst. Oh, ein Schwerkranker. Mako-Vergiftung, sag ich mal. Du musst für mich die ID-Karte meines Vaters finden. Sie muss irgendwo in seinem Zimmer sein. Okay, doch nicht. Ich bring das selbst einfach nicht übers Herz. Darum zähle ich auf dich. Naja, macht ja Sinn, wenn es in dem Anzug ist oder die ID-Karte. Schätze ich jetzt mal. Mein Vater war für die Instandhaltung der Reaktoren verantwortlich. Keine falsche Zurückhaltung. Kontrollierst du das Ding jetzt oder nicht? Ja. War der einzige Punkt, der Sinn macht. Nichts für ungut. Und wieder raus. Mein Lieblingsessen. Wiedersehen. Ich finde es geil, dass von der Avalanche-Gruppe da noch Nebenstories mit eingebaut haben. Das ist schon sehr geil.
gehe mal davon aus, dass ich wieder rausgehen soll. Ist genug für alle da. Lampen sehen geil aus. Will ich für zu Hause. Das wäre erledigt. Und du willst im Gold Saucer bleiben? Obwohl du gerade nicht selbst auf der Bühne stehst? Ohne sie würde da gar nichts laufen. Du vergeudest hinter den Kulissen dein Talent. Ich finde, du solltest nach Hause kommen. Hör mal, du könntest dich doch am Theater in Sektor 8 bewerben. Ja, irgendwann vielleicht. Okay, Mama. So langsam müssen wir wieder los. Schon? Unser Besuch war ja eigentlich gar nicht geplant. Aber Wedge wollte unbedingt eine Pizza essen. Hat sich gelohnt. Alter Schmarotzer. Bist du denn überhaupt satt geworden? Also ein bisschen ist eigentlich noch Platz. Wedge! Pizza nährt die Seele, Leute. Mit knurrendem Magen kann ich nicht arbeiten. Ich muss die Sprengkapsel der nächsten Bombe unbedingt austauschen. Aber leider kann ich meinen Händler einfach nicht erreichen. Also will ich mir eine von Shinra leihen. Hat's geklappt? Ja, hat es. Jetzt wird es ernst. Mit dieser Karte kommen wir in die Lagerhalle rein. Gut, gehen wir. Nein, ich gehe alleine. Ich weiß schließlich, wonach ich suchen muss und wo ich es finden kann. Aber dann waren wir ja nur zum Essen hier. Die Kalorien trainiert ihr gleich ab. Ihr beide geht Cloud nämlich zur Hand. Also, ihr wisst doch, wie wir drei vorhin meine Mutter abgelenkt haben, oder? Und die Masche wiederholt ihr jetzt einfach nochmal, ja? Also eine Finte? Du hast erfasst, du Vorzeigesoldat. Wie? Also sollen wir diesmal mit irgendwelchen Shinra-Leuten Pizza essen? Wir sollen uns wohl eher mit ihnen prügeln. Wir lenken die Wachen ab. In der Zwischenzeit kannst du dich drinnen umsehen. Hast's erfasst, du Vorzeige-Bix. Sobald ihr mein Leuchtsignal seht, stürmt ihr drei den Platz vor der Lagerhalle. Macht ordentlich Radau. Ich brauche möglichst viel Zeit. Ha, zum Glück haben wir einen Ex-Soldaten dabei. Wie viel Zeit brauchst du denn genau? Das weiß ich erst, wenn ich da drin bin. Und deshalb achtet einfach auf mein zweites Signal. Dann treffen wir uns vor dem Komplex. Wart mal. Wie kommen wir zurück in die Slums? Mit dem ersten Zug morgen? Nein, wir müssen noch heute zurück. Aber ich habe schon einen Plan, keine Angst. Also, Hals- und Beinbruch. Gut, starten wir das Ablenkungsmanöver. Du hast ja Jessys Vater gesehen, oder? Ja. Er leidet an einer Marco-Vergiftung. Das ist genau passiert, als Jesse am Theater im Gold Saucer... Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch. Red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Hatte ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung... ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in einer entlegenen Ecke einfach um. Und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Seitdem liegt er im Koma. Danach hat Jesse angefangen, sich mit Büchern über das Leben des Planeten zu befassen. Und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Das sieht so geil aus. Im Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, sag Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay?
Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Hm. Übertreibst du nicht etwas? Wenn du wüsstest, zu dir ist sie ja immer nett. Ich Glückspilz. Ach, Cloud. Ah, der Komplex, von dem Jesse gesprochen hat. Am Ende der Mission treffen wir uns alle hier. Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns... Hier hinter das Zeichen müsste der gibt. Platz liegen. Stopp. Nicht eine Wache in Sicht. Da ist uns wohl jemand zuvorgekommen. Das war aber nicht Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Gehen wir. Ja. Niemand zu sehen. Äußerst seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an sie ranschleichen. Wir müssen warten. Können ja nochmal unsere Strategie durchsprechen. Ich mach das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg? Das Gerede kannst du dir sparen. Wir helfen mit. Auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Manchmal werden im Verkaufsautomaten Gegenstände in begrenzter Stückzahl zu Sonderpreisen angeboten. Eine gute Gelegenheit, eine Reserve aufzustocken. Es scheint auch einen Übungsplatz zu geben. Da kannst du dich austoben, wenn du trainieren willst. Schauen wir mal hier. Supertrank. Halt 700 HP. Ether. Brauche ich alles nicht. Waffenrüstung. Auch nicht. Guck mal, hier schönes. Das haben wir alles mindestens einmal. Oh, jetzt haben wir hier mal einen Kraftreif. Schutzweste dürfte physische Angriffe mit 10 Punkten wahrscheinlich, oder? Einen Punkt? Oh, wenig. Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Egal. Den gönnen wir uns einmal. So, Eisenreif. Ne, das war ja... Achso, es sind 5%. Das ist natürlich interessanter als 5 Punkte. Ich hab vor Aufregung richtig Hunger. Richtig Magenschmerzen. Ich dachte Hunger. Komm, Feuer frei. Sag mal, hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Hab ich. Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert. Mach mal. Alles ich bin klar. Bereit. Dann steht uns ja nichts mehr im Weg. Cloud zieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich. Und wir? Wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Der Speck. Da bin ich. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich trete Soldat bei. Ich will Soldat werden, genau wie Sephiroth. Der große Held Sephiroth? Soldat zu werden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde eine Weile nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden, der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt versprich es endlich.
okay. Versprochen. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Das war Jessies Signal! Das heißt, sie hat einen Weg reingefunden. Los. Ja. Weit und breit niemand zu sehen. Haben sich wohl versteckt. Oh, Heda! Da ist einer von ihnen! Knallt ihn an! Ja? War's das? Stirb! Da oben sind auch welche! Da sind noch mehr Eindringlinge! Ach, das kommt bestimmt noch. Was ist hier los? Das ist auch. Das ist aus. Okay. Ifrit kann ich noch immer nicht suchen. Rufen. Nimm das! Da gibt es bestimmt noch ein Tutorial. Stufenaufstieg. Unbefugter Zutritt auf dem Gelände von Lagerhalle 76. Mehrere Eindringlinge bestätigt. Sofort fest. Das sieht aus wie ein Endboss. Mist. Das hat uns gerade noch gefehlt. Da mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Dreckiges Ungeziefer! Es ist vorbei! Verbrennt! Oh, was war das? Ach ja. Alter. Achso, ich muss wahrscheinlich einfach nur überleben. Ach schade, ich kann jetzt nicht im Pausemenü was umstellen. Ich glaube, ich habe in meiner Schnellfunktion noch die normale Feuer statt Feuerer Magie drin. Oh, umzingelt. Nice. Um die werde ich mich kümmern. Aber wie? Mir nach, Puffis! Ruckzuck ist die Pizza runtergestrampelt. Oh, voll in den Arsch. Geil. Jetzt möchte ich mir das mal genauer angucken. Feuer! Bringen wir es hinter uns! Naja gut, die Nachexplosion ist ein bisschen gewaltiger, aber ansonsten. Es ist vorbei!
Ah, nicht richtig erwischt, schade. Alles geben! Ich hab Leckerlis für euch, ihr kleinen Bausis! Und tschüss! Ja. Volle Kraft! Bis hier und nicht weiter. Ihr sollt doch nicht mich fressen! Irgendwelche letzten Worte? Ja, die springen aber auch alle rein, ist das geil. Völlig genial. Also man könnte jetzt sagen, ich habe das Limit verschwendet, da ich aber nicht weiß, ob hier ein Bosskampf kommt. Oh, mein Limit ist ja noch voll. Ein paar Runden schaffe ich noch. Machen wir doch gleich nochmal. 3400. Nicht schlecht. Bin richtig gut in Form. Hey, Sportskanone. Das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. Ja, dein Pizza-Buddy. Ah, hätte ich's mal aufgehoben. Ich hab's mir fast gedacht. Oh, gleich zwei. Ich denke, jetzt ist die Zeit für Ifrit. Könnt ihr noch? Was denkst du? Allzeit bereit. Hab grad was Nettes gefunden. Damit werde ich den ordentlich einheizen. Ich hab's geahnt. Wenn du mit Beschwörermaterie ausgerüstet bist, erscheint bei Kämpfen gegen besonders starke Gegner eine Beschwörungsleiste. Ach so, haben sie ja vorhin gesagt. Sobald diese Leiste voll aufgeladen ist, kannst du über das Kommandomenü ein Esper beschwören. Du hast doch auch toll getroffen. Pass auf, dass du nicht auf die Minen trittst. Oh, okay. Und tschüss. Sehr gut. Komm. Noch ein paar mehr Minen verteilt. Kommando? Wo, wie, was? Ich weiß noch nicht wie. Ich brauche wahrscheinlich zwei ATB-Leisten voll, oder? Ah, jetzt. Oh, ich bin gespannt. Ist los. Esper kämpfen an deiner Seite. Trophäe. Bis die Beschwörungsleiste aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen im Austausch gegen ATB-Einheiten ein Gruppenmitglied den Einsatz von Fertigkeit zu befehlen. Ach so. Wenn eine Esper den Kampf verlassen muss, setzt sie zum Schluss einen verheerenden Spezialangriff ein. Spezialfertigkeit. Okay. Da sind noch einige Minen. Die Führung überlasse ich dir. Oh, nice. Und tschüss. Das war's. Moment. Ich werde den Fight jetzt ausreizen, weil ich die finale Attacke sehen möchte. Also flüchte ich jetzt mal die ganze Zeit. Na komm, einmal Mutangriff. Lock den Auslöscher zu den Minen. Es ist vorbei. Ausgezeichnet. Ah, jetzt ist er im Schockzustand. Scheiße. Komm. Eigentlich geil, dass die Leiste so langsam nur runtergeht. Und los! Jetzt. Hau raus. Oh, ist das geil. Noch ein Punkt für unser Team. Meine Fresse. Na toll. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Ist ja ein Verbündeter. Du scheinst dich ja auch ohne mich schon köstlich zu amüsieren, mein Freund.
Freund. Der scheint ein paar Motorräder zu besitzen. Ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Doch kein Verbündeter. Hätte ja sein können. Du hast einen Funken in mir gezündet. Mein Herz schlägt im roten Bereich. In freudiger Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Aber... Nix aber. Bist du eine Frau? Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempolimit. Endlich. Du und ich im fairen Stelldichein. Ja, mein Führer. Ja, geil, jetzt richtig dran auf. Bringen wir die Tachonadel zum Zittern, mein Freund. Ach, Tachonadel. Sein Schwert sieht wie eine Tachonadel aus. Jetzt bloß nicht blinzeln. Echt ein krankes Schwein. Verbrennen, niederknien. Und tschüss. Jetzt genug. Wenn man sich amüsiert, vergeht die Zeit wie im Flug. Aber das war sicher... nicht unser letzter heißer Ritt. Da kann man eigentlich nur zweideutige Kommentare geben. Ohne Scheiß. Was für Vorlagen man in diesem Spiel bekommt, das ist der wahre Wahnsinn. Ich muss mich echt zusammenreißen. Geschütze auffahren! Der Feind hat einen Soldaten besiegt! Volle Feuerkraft! Ohne Scheiß, so jetzt die letzten Minuten in der Mission sind echt geil. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Naja, so eine Mischung aus Freund und Feind. Also tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. Verdammt! Jesse gewesen. Waffen runter! Wir sind's! Konntet's wohl nicht lassen, was?
Ja, wohl auch nicht. Los. Wedge, passiert nichts. Hab eher Angst, dass man dich entdeckt. Wer sind die? Alte Bekannte. Eine andere Avalanche-Zelle. Ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist Schnee von gestern. Diese dämlichen Säcke gehen mir am Arsch vorbei. Sorry. Was haben die hier zu suchen? Gute Frage. Dafür, dass sie uns für zu militant halten, sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet. Sie haben sich angeblich mit Wutai verbündet, um sämtliche Materia aus Midgar zu stehlen. Fragt sich bloß, warum? Da hängt Jaffi mit drin. Wahrscheinlich. Der Krieg scheint jedenfalls noch zu laufen, wenn's nach den anderen geht. Jesse? Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. Ziemlich viele Schaulustige. Und Verstärkung von Shinra. Ach, mein Bauch. Mein Bauch, da geht's wieder los. Willst du Wedge einfach zurücklassen? Ach nee, das ist... Er hat's nicht gern, wenn man sich seinetwegen Umstände macht. Wieso das denn? Das kann jemand wie du nicht verstehen. Aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Im Wohnviertel ist aufgrund des Alarms Unruhe ausgebrochen. Korps A hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Korps B übernimmt die Straßensperren und sorgt für Ruhe unter den Bürgern. Jawohl! Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Da seid ihr ja! Hey, wäre ein schwerer Schlag für Shinra. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Alle auf ihre Position! Jawohl! Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Ziel habe ich erreicht. Wo ist Wedge? Wedge! Das war knapp! Da schläft. Ich hol dir eine Decke, meiner. Hey, Wedge. Alles klar? Boah. War ja mal wieder klar. Eine Kugel gefressen? War, glaube ich, ein Streifschuss. Mein Po! Das war der Biss in den Arsch. Was habt ihr hier vor? Wie sieht das? Fühlt sich auch so an. Guck nicht zu tief. Das war doch kein Streifschuss. Das Projektil hat lediglich den Hosenboden versenkt. Du hast bloß eine Verbrennung. Eine leichte dazu. Klatsch. Mir ist ganz flau im Magen. Hey, du kannst ja lachen. Los jetzt. Worauf wartet ihr? Aber ich will. Wie kommen wir denn jetzt zurück in die Slums? Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, ohne Scheiß, die Sequenz mit Ifrit, diese finale Fähigkeit. Ich bin immer noch total baff, ey. Krass. Richtig, richtig geil umgesetzt. Meine Fresse. Schon komisch, dass wir bei unserem Einsatz in die alte Avalanche-Gruppe gerannt sind. Zur Durchführung einer Sicherheitskontrolle wurde eine Ausgangssperre verhandelt. Bitte begeben Sie sich in Ihre Häuser zurück. Ich hoffe, es hätte eine Hier gibt es nichts zu sehen. War das ein weiterer Anschlag? Das war eine Falschmeldung. Na los. Bitte begeben Sie sich unter Sperre in die alte Straße. Die Oma will sich gegen den Shinra-Soldaten wehren mit dem Besen. Ist das geil. Immer drauf. Oh, herrlich. Du musst schon mal was machen. Kommt schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstoff-Glaube, ein voller Erfolg.
Jetzt kann bei der nächsten Mission nichts schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald. Oh Mann. Hey, herrlich. Körper halten. Wie? Cloud meinte nur, er hätte auch gern Pizza gegessen. Nicht? Na, genau, das habe ich gesagt. Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar-Spezial wird jeder schwach. Ja. Echt? Na, dann muss ich wohl die Ärmel hochkrempeln und Teig kneten. Ich freue mich schon drauf. Na, und ich erst. Puh. Also ich habe schon vor, noch bis zum 7. Himmel zu spielen und dann die Mission, beziehungsweise das Let's Play, die Folge zu beenden. Oh, die Mission ist deutlich länger, als ich gedacht habe. Deswegen zwei Teile. Macht ja Sinn. Bingo. Hä? Um ehrlich zu sein, habe ich es meinem Vater fast nicht geglaubt. Aber er hat Jetpack? Gesagt... Fallschirme? Ich dachte schon, das wär's ja. Man wird doch mal was riskieren dürfen, oder? Wird sicher lustig. Na dann, vielen Dank. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Das habe ich schon mal in der Sequenz gesehen. Bis nach der Mission morgen. Das ist geil. Bleibt diese Sache unter uns, okay? Tifa und Barrett haben genug Sorgen. Hm? Gut, dann mal los. Spring schon. Cloud, bring Wedge nach Hause. Klar. Der Schmächtigste mit dem übelsten Hirsch. Hey, bist du verrückt? Was soll das denn werden? Hey, was soll das denn? Das frage ich mich auch. Deinen restlichen Lohn kannst du dir später bei mir abholen. Naja, ich weiß schon, was du willst. Schon? Nein, noch nicht! Warte, Cloud! Keine Zeit. Sei doch nicht immer so streng, Kumpel. Ich bin nicht dein Kumpel. Oh Mann. Battle Royale. Komm, wir landen irgendwo. So Duo-Modus. Alter, ist das unfassbar krass. Ich hab mich da oben ganz schön blamiert. Alles misslingt mir. Oh, Mann, Mann, okay. Mann. Du hast dich für uns eingesetzt. Sei stolz drauf. Wie? Wir haben gerade echt einen Lauf. In letzter Zeit allerdings. Alles Clouds Verdienst. Ja, zusammen sind wir echt unschlagbar. Power Rangers. Oh mein Gott, was für eine Mission. Unfucking fassbar. Okay, Leute, das war meine 6., 7., 8. Folge. Ich habe gerade keine Ahnung, in wie viele Teile ich diese Mission aufsplitte in 2 oder 3. Schalte beim nächsten Let's Play wieder ein. Moment, ich pausiere kurz. Und ich würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr beim nächsten Let's Play wieder einschaltet. Lasst dem Let's Play einen Daumen da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um das Final Fantasy Remake nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.